Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, euer Kommando ist natürlich wieder am Start. Wir sind zurück auf dem Mars. Boah, das hat schon richtig gut geklappt. Ja, wie ihr gerade merkt, bin ich auch noch etwas krank. Also das zu entschuldigen, falls ich mich mal räuspern muss. Ja. Mich jetzt da ein bisschen erwischt, was Erkältung angeht. Ich erstmal meine Kräuterbonbons und dann geht es alles. Oder was auch immer. So, wir waren letztes Mal dabei, hier ein bisschen Ruhm zu schaffen, hier für Obdachlose und so weiter. Hier gibt es auch noch Arbeitslose. Los. Apartment. Ah, aber das ist eine Polymerfabrik. So, wir scannen hier oben noch weiter. Ich glaube hier der Hans-Peter ist hier noch unterwegs. Scannt sich hier durch die Weite des Alls. So, wir müssen natürlich gucken, wie wir hier weitermachen. Achso, ja, stimmt. Wo ich es gerade hier Dings, ne? Ich habe geguckt und Space Race ist doch im Season Pass dabei. Also für alle Leute, die von euch Season Pass auch haben, so wie ich, es ist definitiv dabei. Also im Umfang vom ganzen Spiel. Oder vom Season Pass. Ja, manchmal weiß man das ja nicht. Gibt es schlechte Beispiele, ich will jetzt keine Namen nennen. Aber. Und ja, also da ist es definitiv dabei. Falls ihr es nicht schon selber bemerkt habt. Ja. So, wie machen wir denn weiter? Das ist halt die nächste Frage. Gucken wir nochmal in den Forschungs... Nicht Nachschub, Forschung. Forschung. So. Wo stehen wir gerade? Ja, genau. Robotik heißt Maschinenteile. Dann können wir Maschinenteile erstmal herstellen. Das werde ich wahrscheinlich dann auch machen, weil wir haben doch relativ viele Metalle. Hier kommt ziemlich viel raus. 5,3 Brosol ist okay. Warum arbeiten da so wenige? Neue Technologien können erforscht werden. Das haben wir rausgefunden. Was ist das? Metallextrakt aus der Tiefe. Ah, cool. Geil. Oh, was geht hier ab? Da gucken wir, müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Cool, nice. Das ist toll. Ist noch was rausgekommen? Nicht, dass irgendwie. Welche Spättechnologie? Ne. Geht eigentlich. Was ist das nicht? Achso, diese Tiefenscans, stimmt. Also, wir müssen halt gucken, dass wir jetzt halt. Ja, auch nochmal Menschen einfach hier auf den Mars kriegen. Würden wir denn zwei Kolonisten? Ja, es fehlt uns halt wirklich an Manneskraft. Das ist halt wirklich so ein bisschen der Kack, wo wir noch so ein bisschen zu beißen haben. Ja. Dass, ja, wir einfach zu wenige Leute haben. Und das ist nicht gerade vorteilhaft. Weil wir müssen hier die ganzen Dinger besetzen, weil was ich, diese ganzen Teile hier, wie was ich, Talextraktor, Polymerfabrik und so weiter. Oder auch hier drüben, der. Okay, der ist voll. Das ist komisch. Der ist ja offen, da sind noch nichts drin. Aber ich öffne den mal. Gucken, ob sich da Leute finden würden, die da drin arbeiten. Ich öffne mal auch die Schichten.
Ach, das sind alles Geologen. Wow, Botaniker, wirklich. Nicht, dass die jetzt hier rausgehen. 1,2 pro Sol, das ist auch okay. Ja. Hält sich in Grenzen, Leute. Kann sich das Ganze so ein bisschen verteilen. So, ich hoffe heute, mein Ding, mein Greenscreen habe ich schon ein bisschen überarbeitet. Sollte jetzt eigentlich irgendwie besser sein. Also wenn ich da hingucke, sieht es auf jeden Fall gut aus, ja. Also, ich versuche mich da immer mehr irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Dass das halt irgendwie gut aussieht. Also wenn ich jetzt hier durchgucke, sieht es gar nicht mal so scheiße aus. Also von der Farbe her. Aber das hängt irgendwie alles irgendwie mit dem Licht zusammen und ich kriege das einfach nicht hin. Keine Ahnung. Oder ist so assi dunkel draußen, keine Ahnung. Weil dann wir den, also für alle Leute hier, die so optisch dunkel, 24. Oktober. In 2 Monaten ist weiter, übrigens. Was ist mit dem Maschinenteil? Ach, da kommt er schon wieder schnell. Was? Was? Und, ja. Oh. Ist groß, die Ressource. 3000, das ist ja Wahnsinn. Was hat der eigentlich unterwegs? Der Stellung Generator hat 10 Drohnen, das ist gut. Verbummel ich das eigentlich immer? Der Sheet hier. Voll ist er. Dann nach Hause. Und wie hat sich das jetzt eingeteilt? 6,8. Wo ist das plötzlich so voll? Ich hoffe, da sind... Jetzt fehlen denen die Leute. Das sind wahrscheinlich die Leute... Ja, das sind die ganzen Geologen, die jetzt da rausgebüxt sind. Wir brauchen wirklich mehr Leute. Das ist irgendwie so das größte Problem in dem Ding. Du kannst einfach nicht alles von Robotern machen lassen. Weil diese komischen Roboter, die fahren halt die ganze Zeit rum. Aber da drin, man selbst auch die Kinder, sag ich mal, hier... Hier sind ja ultimativ viele Kinder am Start. Was ich hier in den Schulen. Die sind ja. Ist ja echt wirklich voll hier, der ganze Bums. Aber die werden halt so sehr langsam erwachsen. Das Kinder. Die Kinder wachsen halt so sehr, sehr langsam auf. Man ist gut so, ja. Sage ich überhaupt nichts dagegen, aber es wird halt unsere Arbeitskraft irgendwie so ein bisschen verbessert. Achso, ja. Habe ich das schon letztes Mal gehabt? Keine Ahnung. Ich habe mir auf jeden Fall einen neuen Stuhl gekauft. Also. No product placement, aber
Ich finde ihn da trotzdem gut. Ich sage ja nicht, dass sie ihn kaufen müssen, nur dass er einfach sich gut drauf sitzen lässt. Das ist keine bösen Kommentare hier. Wo stehen wir gerade bei mir? Okay, das macht er. Ja, das gammelt er dann alles durch. Hier, den Bereich müssten wir echt mal abdecken. Stehen irgendwo auch noch welche. Ah, da drüben sollten wir echt mal diese Dinge. Da habe ich irgendwo noch so einen komischen Kack da rumstehen. Diese Sammler. Sammler, sag ich schon. Diese Drohnen-Heinz. Ja, das ist doch so einer. Drei, zwei Fertigbauten. Ah, da warten wir, bis die Ding da ist. Dann gebe ich dem die 5 Drohnen noch. Kosten dieser Kack noch? Der Akkumulator, Atom, Gott. Das ist geil. Scannerturm. Ah, guck einer an. Das kostet auch Ding. Kostet auch Ding, kostet auch. Wie ist das hier, die elektrische Geräte? Heißt, wir müssen auf die Rakete warten, weil da 20 elektrische Geräte drin sind. Also wenn wir dann hier mal den ganzen Scheiß hier abdecken, da drüben. Einfach mal ein paar Türme aufstellen. Komm, ich kann doch die Baustellen eigentlich schon. Ah, Wasser. Was geht ab mit Wasser? Boah, 10.000er Quelle, Alter. Boah. Da lohnt sich doch schon fast wirklich mal da einen Schritt nach oben zu setzen. Aber wir haben halt keine Dinge. Ich will da nicht mit, was ich, mit zwei Kolonisten dann da hoch. Das ist ja Müll dann einfach. Oh, 5. Wenn es 10 oder 15 sind, dann überlege ich mir das nochmal. Bräuchte ich aber dann nochmal. Ah, ein Drohnen-Hub hätten wir. Oh. Ja. Ja, da müsste man echt dann diesen komischen Shuttle-Service dann haben, weil da müsste man ein so ein Ding abstecken, dass es dann irgendwie komplett immer dazwischen pendelt. Also bräuchte ich dann auch nochmal so ein komisches Schiebekack-Ding. Aber jetzt dran denken. Notiz an mich. Belade die Rakete mit Edelmetallen. Wir haben doch ultra viele. Da, 49 Edelmetalle. Das reicht doch, wenn wir... Das reicht easy. Da sind 18 drin. Da sind wahrscheinlich richtig viele. Na, das Ding ist voll. 30. Dann Drohnen raus. Zu wem werden die zugeordnet? Zieht es zurück. Habe ich 2020. Habe ich da ein paar frei. Rammel ich die voll.
Türme sind es? Hier sehe ich 4. 6. Das sind immer 10 von ihnen mit. Wo ist denn der ganze Mist? Ja, stimmt, ich muss immer noch sagen, mit Elementalen. Ja. Hier bitte. Bestätigen. Ja, Drohnen sind überlastet. Das ist auch klar, dass sie überlastet sind, ey. So. Brauchen noch 10 Metalle. So, auf geht's hier. Ist die Batterie aus? Ist das hier irgendwo? Sollte schon gut sein. Ist auch voll gebarzt. Dann auf geht's. So. Richtig schön voll manchen hier. Ah. Den ganzen anderen Scheiß machen wir dann nächstes Mal. Würde ich sagen, das war's wieder für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Würde uns alle total freuen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.